Sie waren die größte musikalische Sensation, die die Welt je gesehen hat. Die Beatles haben die gesamte britische Szene verändert. Sie waren nicht nur ein musikalisches, sondern ein kulturelles Phänomen. Sie waren die großartigste Band, die es je gegeben hat. Niemand kommt an die Beatles heran. Aber hinter der glänzenden Fassade waren Sex, Untreue und Drogen der Motor für die Kreativität von Großbritanniens Fab Four. Da ging es oft ziemlich zu. Die Leute haben endlos Unsinn geredet, vor sich hingelallt oder sich übergeben. Ich weiß noch, wie sie eines Abends zu mir kamen und sagten, stell dir vor, wir haben zu viert mit einem Mädchen geschlafen. Vieles blieb der Öffentlichkeit verborgen. Hinter den Kulissen lief so manche Intrige. Und die Gefahr für Lennon zeichnete sich schon damals ab. Wir rechneten eigentlich mit einem Schussattentat auf Lennon auf offener Bühne. Die Beatles waren Weltklasse, aber nach nur 3 Tourneejahren begann der Zerfall dieser Pop-Sensation. Die Musik der Beatles steht jenen, die ihre Geschichte heute neu schreiben wollen, meist aus lizenzrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung. Die Firma, mit der die Beatles ihr eigenes Universum kontrollieren wollten, wachte über ihr Image. Dies ist die zuvor noch nie erzählte Geschichte eines Kulturphänomens. Es sind die Backstage-Geheimnisse der von der ganzen Welt geliebten Fab Four. Liverpool 1956. Der amerikanische Rock'n'Roll hält Einzug. Ein Teenager verwandelt sich in einen Teddyboy. Er ist ganz vernarrt in sein Idol Elvis Presley. Fast alle strebten eine Karriere als Sänger oder Gitarrist an, nachdem sie Elvis gesehen hatten. Der Einfluss von Elvis war enorm. Und die Beatles waren da keine Ausnahme. Sie wollten wie er von kreischenden Mädchen angehimmelt werden. Für den 15-jährigen John Lennon ist das der Beginn seines großen Traums. Von Elvis inspiriert gründet er seine eigene College-Band. Ich wusste nicht viel über John, außer dass er so etwas wie der lokale Teddyboy war und man ihm besser aus dem Weg ging, weil es immer Ärger mit ihm gab. Trouble. Bei einem Pfarrfest in Walton im Juli 1957 nimmt ein weiterer Möchtegern-Popstar Kontakt mit Lennons Band The Quarrymen auf. Der 15-jährige Paul McCartney ist hier, um auf sich aufmerksam zu machen. Er schnappte sich eine Gitarre und zeigte ihnen, wie man gewisse Akkorde spielt. Denn John hatte Banjo spielen gelernt, nicht Gitarre. Und als Paul dann noch ein paar Songtexte schrieb, hatte er John und die Quarrymen in der Tasche. John and the Quarrymen were sold. Als nächster stieß George zu den Quarrymen. George Harrison traf Paul McCartney im Bus Nummer 86. Sie gingen in dieselbe Schule und kamen ins Gespräch. Der 15-jährige George wollte in die Band, aber beim 18-jährigen John Lennon biss er sich zunächst die Zähne aus. Für John war George immer der kleine Bub. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ein Kind hat in meiner Band nichts verloren. Er musste erst davon überzeugt werden, dass George gut genug für die Band war. John Lennon lernte Beatle Nummer 4 am Liverpool Art College kennen. Der 18-jährige Stuart Sutcliffe war einer der talentiertesten Kunststudenten. Er und John wurden die besten Freunde. Sie teilten eine Wohnung und die Liebe zur Kunst. Ende der 50er Jahre war die bedeutendste musikalische Partnerschaft der neueren Zeit besiegelt. Aber es war ein wenig verheißungsvoller Start. Sie nannten sich nun Beatles und hingen in den Liverpooler Clubs herum, wo sie auf einen Einstieg in den lokalen Auftrittszirkus hofften. Aber sie waren stets knapp bei Kasse und brachten es nur dazu, für Alan Williams, den Besitzer des Jacaranda Clubs, die Toiletten in Schuss zu halten. Ich werde Ihnen eine Geschichte über Paul McCartney erzählen, der jetzt ein Milliardär ist.
Ständig hatte er Streit mit John Lennon wegen der Marmelade zum Toast, weil die einen Penny extra kostete. Und heute schwimmt er in Marmelade. Er schuldet mir übrigens noch 15 Pfund. Ich frage mich, wie er ruhig schlafen kann. Die leicht zu beeindruckenden Beatles hatten viel Zeit und befreundeten sich mit dem Beat-Poeten Royston Ellis. Dieser intellektuelle Londoner führte sie in eine Sucht ein, von der sie nicht mehr loskamen. Nach außen hin hatte die Lieblingsband von Millionen ein blütenreines Image. Aber tatsächlich wurde die Beatles-Story auch mit Drogen geschrieben. Das hier war der Anfang. Ich sagte zu ihnen, wisst ihr, wie diese Leute in London sich antörnen? Sie kaufen sich in der Drogerie diese Inhaliergeräte, öffnen den Plastikinhalator, nehmen die Wirkstoffstreifen heraus und kauen sie dann. Und so wird man high. Ich weiß nicht, ob es ihnen gefallen hat, aber das war ihre erste Erfahrung mit Drogen. In Liverpool sah es 1960 danach aus, als ob die Beatles knapp vor ihrem großen Durchbruch stünden. Der lokale Agent Alan Williams schickte immer wieder Bands nach Hamburg. Er wollte auch den Beatles ein Engagement in Deutschland verschaffen. Aber da gab es ein Problem: ihre Musik. Ich hatte schon eine Band namens Howie Casey dort. Und da bekam ich einen Brief: Was um Himmels Willen denkst du dir dabei? Du hast ein gutes Ding in Hamburg laufen und schickst nun diese Dilettanten, die Beatles, rüber. Du wirst die ganze Szene ruinieren. Ein Konzertmitschnitt von 1960 vermittelt einen seltenen Einblick in das zunächst schwache Fundament, auf dem die Beatles-Story aufbaute. Trotz der Warnungen bekamen die Beatles den Job bei Alan Williams. Der Drummer Pete Best komplettierte die Besetzung und die Teenagerband zog aus, um ihre Einführung in eine Welt voller Sex, Drogen und Rock'n'Roll zu erleben. Hamburg, August 1960. Der erste Auftritt der Beatles in einem Club namens Indra war kein großer Erfolg. Als die Beatles kamen, dachte ich mir, hübsche Jungs, aber was ist das für Musik? What about the music? Was man brauchte, war das Gefühl für den Blues und Folk-Sound und für den Rhythmus. Sie hatten es, aber anfangs waren wir alle ganz miserable Rock'n'Roller. Die Beatles waren in einem der rauesten Winkel Europas gelandet. Sie lebten und arbeiteten in Hamburgs berüchtigtem Rotlichtviertel. Hier gibt es jede Art von Sex oder nächtlichen Vergnügungen, wenn mit Vergnügen gemeint ist, dass Männer Sex haben wollen. Die Nachtclubs waren eine Welt von Zuhältern, Prostituierten und Kriminellen, in der alles möglich war. Die Leute haben einander mit Sesseln und Bierflaschen beworfen. Die Kellner waren ziemlich bullige Typen. Wenn einer schon angeschlagen auf dem Boden lag, dann haben sie noch einmal hingetreten. Die jungen Beatles sollten hier ihre Lektion fürs Leben lernen. Sie waren ganz junge Burschen, die noch nie auf Urlaub waren, nicht einmal auf der Isle of Man, von Hamburg ganz zu schweigen. Und hier wurden sie in diese Wildwest-Situation hineingeworfen. Sie wohnten im Bambi-Kino, in einem armseligen Zimmer hinter dem Kinosaal. Es war ein harter Start. Klaus Fuhrmanns Zeichnungen von damals sind authentische Dokumente der frühen Beatles-Ära. Fuhrmann, ein guter Freund der Beatles in Hamburg, erhielt einen einzigartigen Einblick in das Backstage-Leben der Band. They had to wash
Waschen mussten sie sich auf der Männertoilette. Wenn sie also aufstanden und sich waschen gehen wollten, konnte es schon vorkommen, dass neben ihnen gerade jemand am Pissoir stand. Tony Sheridan, der damals bekannteste englische Rocker in Hamburg, teilte mit den Boys ein Zimmer und einige schlechte Angewohnheiten. Wir hatten nicht viele Klamotten, daher klauten wir einfach welche. Ein paar Häuser weiter gab es einen C&A-Laden. Die Beatles und ich gingen dorthin und besorgten uns Socken und Unterwäsche. Damals war Stehlen ziemlich einfach. Man ging ins Geschäft hinein und kam mit den Klamotten wieder heraus. Deutschland 1960. Die Beatles gaben ihr erstes richtiges Konzert in Hamburgs Rotlichtviertel. Obwohl sie meistens knapp bei Kasse waren, hatte die Band ein Image zu pflegen. Sie trugen schwarze Lederjacken, enge schwarze Hosen und spitze Schuhe, alles in schwarz. Und sie hatten Stirnlocken und eine Entenschwanzfrisur wie Elvis. Sie sahen einfach hinreißend aus. Die Beatles spielten Abend für Abend, manchmal 6 Stunden in einem durch. Durch den Schlafmangel und den chaotischen Lebensrhythmus halfen sie sich auf bewährte Weise. Heutzutage wirft man 2 Pillen ein, damals nahm man eine Nase Kokain. Sie konnten mehr trinken, sie hatten mehr Spaß und sie konnten wilder spielen. Obwohl du die Nacht durchgemacht hast, bist du am nächsten Tag gut drauf gewesen. Ich glaube, alle waren jede Nacht zugedröhnt. Aufgeheizt von Drogen und Alkohol verströmten die Beatles auf der Bühne eine explosive Energie. Und von Stunde zu Stunde spielten sie besser. Entweder stellt sich heraus, ja, ich habe dieses Talent, oder ich habe es nicht. Und sie haben ziemlich bald herausgefunden, dass sie es hatten. Sie steckten immer zusammen und redeten über Musik. Ich habe auch gesehen, wie verrückt die Mädchen nach ihnen waren. Ich glaube, wenn eine Band die Mädchen begeistert, dann ist das schon der halbe Erfolg. That's the half of the success. Es war ein Leben ständig am Limit. Viel Sex zu haben, stand bei allen ganz oben an der Tagesordnung. Auf die Beatles und andere englische Bands, die in Hamburg lebten, traf das ganz besonders zu. There were, of course, girls. Heute würde man zu diesen Mädchen Groupies sagen. Die Beatles konnten unter ihnen wählen und diese Mädchen waren für jedes sexuelle Abenteuer zu haben. Der Ex-Boxer Horst Fascher war für die Sicherheit der jungen englischen Bands in Hamburg verantwortlich. Er war in viele frühe Geheimnisse der Beatles eingeweiht. Ich weiß noch, wie sie eines Abends zu mir kamen und sagten, Horst, kannst du dir das vorstellen? Wir haben eine Autogrammkarte signiert und danach haben wir zu viert mit diesem einen Mädchen geschlafen. Ich glaube, die Mädchen haben ihnen damals eine Menge beigebracht. Jede Band, die nach Hamburg kam, fing sich irgendwann eine Geschlechtskrankheit ein, den Tripper. Und dann kamen sie zu mir und jammerten. Alan, ich glaube, bei mir stimmt etwas nicht. Ich drückte ihnen ein Glas in die Hand und schaute mir dann ihren Urin an. Wenn er nicht in Ordnung war, riet ich ihnen, in die Klinik zu gehen. Es waren aber nicht nur Mädchen, die um die jungen englischen Rocker herumschwirrten. Monica's Bar war ein berühmt-berüchtigter Hamburger Transvestitenclub. Für den einen oder anderen englischen Musiker gehörte Monica's Bar einfach zum Hamburg-Erlebnis dazu. Eines Abends sagte Monika, komm einmal mit, einer von deinen Jungs ist im Separé. Ich fragte, wer ist es? Einer der Beatles, sagte sie. Und ich sagte, lass mich kurz schauen. Let me have a look. She said, be careful. Look only, sneaky like.
So, but what I did, I grabbed that curtain. Ich zog den Vorhang weg und da saß John mit diesem Mädchen. Es war ihm peinlich. Er hat so gemacht und ich sagte, John, keine Panik, ich kenne das alles. I said, John, don't worry, man. I did that all before. In Hamburg konnte sich John Lennon von den sexuellen Normen befreien, mit denen er im kleinbürgerlichen Liverpool aufgewachsen war. Er gab sich mit allen ab, nur nicht mit langweiligen Durchschnittstypen. Er war gerne in Gesellschaft von Menschen, die ein wenig schräg waren, etwas sonderbar, denn so hat er sich selbst auch gesehen. Später sagte John Lennon, in Hamburg seien die Beatles erwachsen geworden. Aber diese neue Freiheit an einem Ort, wo alles möglich war, hat eine dunkle Seite von Lennons Charakter freigelegt, die fortan bestimmend für seine weitere Karriere sein sollte. Für mich war wirklich der Inbegriff eines Rockers. Man kann es sich heute kaum vorstellen, aber er schaute damals richtig gefährlich aus. Er strahlte Aggressivität aus. Lennons Bühnenpräsenz hat die Menschen in Scharen in die Hamburger Rockclubs gezogen. Die Beatles fielen durch ihr Charisma auf. Paul McCartney war so eine Art Diva, die er auch heute noch ist. Ich dachte anfangs, er sei schwul. Als ich ihm das erste Mal im Stripclub, in dem ich damals auftrat, begegnete, da hatte er diese Augenbrauen, die wie aufgemalt aussahen, und ich dachte, das ist nicht normal. George war so jung, er war erst 17. Interessanterweise wirkte er erwachsener als der Rest der Band. Und so waren sie einfach eine großartige Nummer, diese drei zusammen. Aber die Beatles waren nicht nur drei, sie waren fünf. Wenn die Legende von den späteren Fab Four erzählt wird, dann werden Lennons bester Kumpel Stuart Sutcliffe und der Drummer Pete Best dabei häufig vergessen. Pete war sehr schweigsam. Er saß meistens abseits und redete nichts. Als ich ihn einmal interviewen wollte, war es sehr schwierig, aus ihm etwas herauszubekommen. Darin lag ein deutlicher Unterschied zum Rest der Band. To one extent, he didn't have the same personality as the others. Als die Beatles an ihrer Bühnenshow in Hamburg feilten, war nicht klar, ob in der Band noch Platz für Stuart Sutcliffe war. Ich habe mehrmals beobachtet, dass Paul und George verärgert zu Stuart hinüberschauten, weil er wieder einmal falsch gespielt hatte. Er konnte fast überhaupt nicht spielen. Paul hat ihm auf der Bühne die Kabel herausgezogen, sodass er von der Anlage abgekoppelt war. Im Dezember 1960 erfuhr das Hamburger Engagement der Beatles ein jähes Ende. Der 17-jährige George Harrison wurde aus Deutschland ausgewiesen, weil er minderjährig war und keine Arbeitserlaubnis hatte. Paul und Pete wurden der Brandstiftung bezichtigt, nachdem sie in ihrer Bude ein Kondom angezündet hatten. Sie wurden festgenommen, verbrachten eine Nacht im Gefängnis und wurden am nächsten Tag aus Deutschland abgeschoben. Nachdem ihnen die halbe Band abhanden gekommen war, brachen auch John und Stuart ihre Zelte ab. Aber für Stuart Sutcliffe war dies das endgültige Aus. Sein Herzblut war nicht mehr bei der Band. Ein gutes Jahr später war er tot. Mit 21 Jahren von einer Gehirnblutung dahingerafft. Zurück in Liverpool wurde deutlich, dass die jungen Rocker eine Menge erlebt hatten. Sie hatten ganz offensichtlich eine Feuertaufe durchlaufen. Plötzlich war da eine Band, die den Leuten die Schauer über den Rücken jagen konnte. Sie waren in schwarzes Leder gekleidet und hatten diesen Atombeat, den Pete Best mit seinen Drums erzeugte. Als der lokale Agent Sam Leach die Beatles bei einem Auftritt in Hamburg erlebte, war er von ihrem Bühnenakt überwältigt.
Ich sagte, ihr werdet eines Tages so groß sein wie Elvis. Lennon schaute mich an, als ob ich geisteskrank wäre. Paul lachte und sagte, ja, aber er hat Arbeit für uns, nicht nur Mr. Leach. Er nannte mich Mr. Leach. Er war ausgesprochen höflich. Im Jänner 1961 spielten die Beatles an einem Ort, der für sie der Wendepunkt werden sollte. Im Liverpooler Cavern Club waren sie sofort ein Hit. Sie sahen anders aus als die anderen Bands. Sie hatten diesen fantastischen Sound und die Kids liebten sie. Mit den Beatles verwandelte sich der Club. Und im Cavern sollten die Beatles jemanden kennenlernen, der ihr Leben verändern würde. Brian Epstein war der älteste Sohn jüdischer Mittelschichteltern. Er führte den größten Plattenladen von Liverpool, Nams, und war immer auf der Suche nach neuen Talenten. Es war der 9. November 1961. Brian Epstein hatte von dieser Band aus Deutschland gehört und besuchte erstmals das Cavern. Alistair Taylor war Epsteins Mitarbeiter im NEMS. Wir bezahlten und gingen hinein. Dabei kamen Brian und ich uns reichlich deplatziert vor, weil wir Anzüge anhatten. Brian hatte sogar eine Aktentasche dabei. Brian fragte mich, was denkst du? Und ich antwortete, die haben was. Und er sagte, das finde ich auch. Innerhalb von ein paar Wochen standen die Beatles bei Brian Epstein unter Vertrag. Sie haben ihn wegen seiner Kultiviertheit und seiner Cleverness respektiert. Er gehörte ganz eindeutig einer besseren Gesellschaftsschicht an. Für Epstein gab es bei den Beatles nur einen einzigen echten Star. Im Geheimen homosexuell war Brian von John Lennons Charisma überwältigt. Man wusste von seiner Homosexualität, man sprach auch von seinen angeblichen sexuellen Vorlieben, von denen es unter anderem hieß, dass er harte Dinge mochte. Brian Epstein war von John Lennons Persönlichkeit völlig hingerissen. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man sich dieses Charisma nicht vorstellen. Er war von einer Aura von Energie umgeben. Es war einfach faszinierend. Über Lennons Verhältnis zu Epstein ist seither immer wieder spekuliert worden. Oh ja, John knew about it. John hat es gewusst und er hat nicht gezögert, sich diese Zuneigung zunutze zu machen und Einfluss auf Brian auszuüben, weil er ja immerhin der Manager war. Im Juli 1962 verschaffte Brian den Beatles ihren ersten Schallplattenvertrag mit dem Parlophone-Label von EMI. Aber der Preis dafür hieß Pete Best. Der Drummer, der seiner Band die ersten Stufen der Erfolgsleiter hinaufgeholfen hatte, wurde am Tag der ersten Studioaufnahmen fallen gelassen. John sagte, das sei das Schändlichste gewesen, was sie jemals getan hätten. Er tat damals so, als wüsste er nichts, weil er sich mit Pete Best gut verstand. Pete Best wurde durch Ringo Starr ersetzt. Trotz seiner Schuldgefühle wusste John Lennon, dass Starrs extrovertierte Persönlichkeit perfekt zur neuen Ausrichtung der Band passte. Ich habe John gefragt, wo denn genau der Unterschied zwischen Pete Best und Ringo Starr läge. Johns knappe Antwort war, Pete war ein guter Drummer, Ringo ist ein guter Beatle. Mit der endgültigen Besetzung und einem Plattenvertrag in Aussicht stand nur noch eines an. Es war an der Zeit, dass Brian Epstein mit dem Rocker-Image der Beatles aufräumte und ihre Bühnenshow auf Vordermann brachte. Er nahm sie mit ins Empire zu einem Konzert der Shadows. Am Ende ihrer Show haben die sich verbeugt und er sagte, das müsst ihr auch machen, verbeugt euch zum Schluss. John Lennon rastete aus, verbeugen, wie grauenhaft. Paul hingegen war begeistert. Das entsprach genau Pauls Vorstellungen vom Showbusiness. Und als nächstes die Kleidung. Ich kann mir gut vorstellen, wie Brian sagte, jetzt kaufen wir ein paar Anzüge für euch.
Welche Anzüge? Wir wollen keine Anzüge. Ja, wer macht, was ich sage? Das ist jetzt sehr wichtig. Okay, dann ziehen Sie die Anzüge an und sagen, du siehst bescheuert aus. Ich bin mir sicher, dass Sie nicht begeistert waren, aber Sie wollten Erfolg haben. Sie hatten einen weiten Weg seit den Hardcore-Rock'n'Roll-Zeiten in Hamburg zurückgelegt. Wir fanden, dass sie sich selbst verkauft hatten, als sie plötzlich so nett aussahen. Das war ein Riesenunterschied zu dem vergammelten Look und der Zigarette im Mundwinkel. Und besonders reinlich waren wir damals ja auch alle nicht gewesen. Es hat das Erdige aus ihnen rausgenommen, den Rock, all das, was ich an der Band liebte, wurde eliminiert. Die Welt hat die Beatles nie so erlebt wie wir. Sie sind danach nie mehr so wild gewesen. Den Ruhm zum Greifen nahe betraten die neu gestylten Beatles eine Welt voller Licht und Schatten, die jenseits all ihrer bisherigen Träume lag. Im Frühjahr 1963 hatte die Band zwei Nummer-1-Hits. Please, Please Me und From Me to You. Alle waren überrascht, wie schnell es jetzt ging. Ich glaube, sie hatten eben ihr erstes Nummer-1-Album herausgebracht und gaben ein Interview. Ringo wurde gefragt, wo sehen sie sich in einem Jahr? Ich hoffe, sagte er, dass ich dann genügend Geld verdient habe, um einen Friseurladen aufzumachen. Verrückt, nicht? What? Crazy. Im Sommer, als Großbritannien vom Spionageskandal rund um Heeresminister Alexander Profumo und dem großen Eisenbahnraub erschüttert wurde, waren die Beatles die Band mit der landesweit meistverkauften Single und dem meistverkauften Album. Die Beatlemania war geboren. Tony Barrow war als Pressesprecher der Beatles für die Imagepflege der Boys verantwortlich. Es war ein leichter Job. Eine Hand hat die andere gewaschen. Ich habe sie mit Informationen über die Beatles versorgt und sie haben darüber geschrieben, weil Berichte über die Beatles die Auflage erhöhten. Sie haben nicht weiter nachgebohrt, wenn man das nicht wollte. Obwohl damals praktisch nichts nach außen drang, konnte man zuletzt immer wieder den Eindruck gewinnen, dass die Geschichte der Band keineswegs zu Ende erzählt war. Manchmal kam einer der Boys daher und sagte, also ich war ein wenig ungezogen und ihr müsst... Okay, wer ist sie? Gib mir Namen und Adresse. Brian Epstein stellte hier eine klare Regel auf. Wenn irgendjemand mit persönlichen Forderungen gegen die Beatles daherkam, oft handelte es sich um etwas Sexuelles, dann hieß es, zahlt. Ich habe selbst eine Reihe von Schecks ausgehändigt, nicht mein Geld, sondern Geld von der Plattenfirma Nimes. Dafür wurde mir per Unterschrift absolutes Stillschweigen zugesichert. Aber nicht alle Frauen mit einem Vaterschaftsanspruch an einen Beatle wollten Geld. Erstaunlicherweise sind einige der von den Beatles gezeugten Kinder ein wohlgehütetes Geheimnis geblieben. Es gibt ein paar Frauen in Liverpool, die Affären mit einem oder mehreren der Beatles hatten. Teilweise waren es One-Night-Stands, teilweise länger dauernde Affären. Manche hatten vielleicht sogar ein Kind von einem der Beatles. Aber sie haben diese Bettgeschichten nie hinausposaunt. Diejenigen von ihnen, die noch am Leben sind, sind stolz darauf und haben sich noch dafür bedankt, dass ihr Kind einen Beatle zum Vater hat. Women who are in that position are actually sort of proud enough, thank you very much, to have had a child fathered by one of the Beatles. Trotz dieser Backstage-Eskapaden haben sich im Beatles-Camp auch feste Beziehungen entwickelt. John Lennon war schon seit 1958 mit Cynthia Powell zusammen. Als Cynthia im Sommer 1962 feststellte, dass sie schwanger war, heiratete John sie. Aber für Cynthia Lennon bedeuteten die frühe Heirat und die Schwangerschaft ein albtraumhaftes, ständiges Versteckspiel.
Cynthia hat sich immer im Hintergrund gehalten, unter anderem deshalb, weil Brian Epstein das so wollte. Er wollte, dass sie die größte Band der Welt werden, und er dachte, wenn herauskommt, dass einer von ihnen verheiratet ist, dann schadet ihnen das. Mit einem Schlag war Cynthia Lennon zum dunklen Geheimnis der Beatles geworden. Laut Brian Epstein waren Ehefrauen und Freundinnen nicht gut für die Beatles. Sie hatten ja Fans. Er war der Meinung, dass ihre Fans es nicht gutieren würden, wenn ihr Sexualleben öffentlich bekannt würde, wenn enthüllt würde, dass sie Freundinnen hatten, von Babys und Ehefrauen ganz zu schweigen. Paul McCartneys Stiefmutter und Stiefschwester erinnern sich an die Unmengen von Fanpost, die täglich ins Haus der McCartneys in Liverpool flatterte. Es war bizarr, sie haben Sachen wie Kaugummi geschickt. Können Sie den Paul geben und ihn an mich zurückschicken, wenn er ihn gekaut hat? Oder geben Sie ihm diese Socken zum Anziehen, er soll damit schlafen, und schicken Sie sie dann ungewaschen an mich zurück. Es wurde noch schlimmer, wir haben auch Damenunterwäsche bekommen. Oh ja, wir haben alles Mögliche bekommen. Die Beatles waren die Lieblinge der Nation. Sie konnten gar nichts falsch machen. Sie waren unverschämt bis zur Respektlosigkeit. Aber alle liebten die Boys aus Liverpool. Die Leute haben vor allem Brian, aber auch mir Vorwürfe gemacht, dass ich ihnen beigebracht hätte, was sie bei Pressekonferenzen sagen sollten. Noch dümmer geht's wohl nicht, oder? Ich möchte mich bedanken für die Purple Hearts. Silber, Silberherzen. Niemand konnte sich anfangs vorstellen, dass ihr Humor authentisch war, aber genauso waren sie. Humorous and sharp, right? But they were. Aber während der Beatles-Frontman John Lennon mit dem britischen Premierminister Harold Wilson scherzte, war das Leben für seine geheim gehaltene Ehefrau alles andere als ein Vergnügen. Als Cynthia Lennon im April 1963 Sohn Julian zur Welt brachte, dauerte es eine ganze Woche, bis John Mutter und Kind im Krankenhaus besuchte. Und er blieb nicht lange. Kurz darauf brach er mit seinem Manager nach Barcelona auf. John Lennons Kurzurlaub mit Epstein nur wenige Tage nach der Geburt seines Sohnes nährt nach wie vor Spekulationen, welche Art von Beziehung zwischen den beiden bestanden hat. Lennon wusste von Epsteins Gefühlen für ihn, in einer Zeit, in der Homosexualität in Großbritannien noch illegal war. Ich persönlich glaube, dass zwischen den beiden nichts passiert ist. Aber man kann es natürlich auch so sehen, dass John Lennon ein waghalsiger sexueller Freibeuter war, der für alles zu haben war, der nichts auslassen wollte. Er hätte alles ausprobiert, und wer weiß, was er da in Barcelona zum Spaß und wegen des besonderen Kicks ausprobiert haben mag. Nichts von dem, was Lennon damals bewegte, drang an die Öffentlichkeit. Seine Ehe und seine Vaterschaft blieben ein gut gehütetes Geheimnis. Während der Ruhm der Beatles kontinuierlich wuchs, hielt Lennon Kontakt mit seinem alten Freund Royston Ellis. Ich würde sagen, John war neugierig und bereit zu experimentieren. Wenn Sie mich fragen, ob ich eine solche Begegnung mit ihm hatte, kann ich das bejahen. Aber es war ein Mädchen zwischen uns. Im August 1963 traf sich Lennon mit seinem Freund während eines Tourneestopps in Guernsey. Ich nahm John mit in meine Wohnung, wo ich mit einem Mädchen zusammenlebte. Sie, ich und John haben die Nacht miteinander verbracht. Aber es ging dabei nicht rein nur um Sex. Ich hatte nämlich ein Gedicht geschrieben, das John gefiel. Und da hieß es in einer Zeile: Ich möchte Sex auf schwarzen Lederlaken haben und zwischen deinen Schenkeln Motorrad fahren. Nun, schwarze Lederlaken hatten wir keine. Wir mussten uns mit schwarzem Polyethylen und Ölzeug begnügen. Anfang 1964 war Europa erobert. Jetzt war der Rest der Welt dran. Am 7. Februar brach die Band nach Amerika auf. Cynthia Lennon, die sich 18 Monate lang versteckt gehalten hatte, durfte ihren Mann endlich auf eine Tournee begleiten.
Nur wenigen Menschen war bewusst, wie viel Planungsarbeit hinter dieser Reise steckte. Brian Epstein wollte bei der Eroberung der USA kein Risiko eingehen. Als der amerikanische Konzertveranstalter Sid Bernstein Brian Anfang 1963 ein Angebot machte, erteilte ihm der Beatles-Manager eine Abfuhr. Ich habe Brian angerufen. Er hat sich mit seinem schönsten britischen Akzent gemeldet. Ich habe gesagt, Mr. Epstein, ich würde Ihre Band gerne nach Amerika bringen. Darauf er, weshalb sollten Sie denn Selbstmord begehen wollen? In Amerika. He says, why would you want to commit suicide? Epstein wusste, dass die Beatles zuerst in die amerikanischen Charts mussten, damit der transatlantische Erfolg einer Tournee garantiert war. And I said, how about 8 weeks from now? He says, it's too soon. Ich fragte, wie wäre es in 8 Wochen? Darauf er, das ist zu bald. Wir kommen dann, wenn man uns im Radio sendet und wir nicht vor leeren Häusern spielen. Wir einigten uns dann auf ein Jahr. Er sagte, wenn wir aber nicht spätestens im Oktober 63 im Radio gespielt werden, haben wir das Recht zu stornieren. We have the right to cancel. Brian Epstein hätte sich keine Sorgen machen müssen. Am 1. Februar 1964 schaffte es I Want to Hold Your Hand in Amerika auf Platz 1. In nur 2 Monaten belegten die Beatles die Top 5 Platzierungen der US-Charts. Die Beatlemania hatte Amerika erreicht. Keine Fliegerabwehr griff dieses Flugzeug bei seiner Landung auf dem Kennedy Airport an. Aber der Empfang, den 3000 Teenager den britischen Beatles zu Beginn ihres Kampfeinsatzes bereiteten, verursachte ein ähnliches Chaos wie eine Planetenkollision. Der Filmemacher Albert Meisels begleitete die Boys auf ihrer ersten US-Reise. Amerika brauchte etwas Aufheitendes, denn John Kennedys Ermordung lag noch nicht lange zurück. Es war eine schlimme Zeit und diese Burschen waren so erfrischend jung und unschuldig. Sie waren drauf und dran, weltberühmt zu werden. Es war einfach toll. Am 9. Februar 1965 traten die Beatles in der Ed Sullivan Show auf. Und Amerika stand still. 72 Millionen Menschen haben die Ed Sullivan Show gesehen. So etwas gab es nie zuvor und vermutlich auch danach nie wieder. Menschen meiner Generation reden darüber, was wir gerade getan haben oder wo wir waren, als wir von Kennedys Ermordung hörten. Drüben reden sie wieder und wieder über dieses Ereignis. Sie können dir genau sagen, was sie gerade gemacht haben und wo genau sie die Ed Sullivan Show mit den Beatles gesehen haben. Nicht einmal 2 Jahre nach ihrem ersten Nummer-1-Hit in Großbritannien hatten es die Beatles geschafft. Sie spielten in einem Stadion vor Zehntausenden hysterischen Fans. Bei diesen großen Konzerten, wo es immer wieder vorkam, dass Fans plötzlich über den Platz liefen, haben sie tatsächlich mitten im Programm innegehalten und gesagt, einen Augenblick bitte, schaut euch diesen Typen an. Schaut, ein Polizist hat ihn zu Boden geworfen. Sie waren einfach mit ganzem Herzen dabei. Aber das hier war nicht mehr lustig. Die Beatles waren gezwungen, ein Leben im Schatten ihres Superruhms zu führen. Ein geheimes Leben hinter verschlossenen Türen. Auf dem Höhepunkt der Beatlemania konnten sie nicht einfach schnell zum Laden an der Ecke gehen und sich eine Packung Zigaretten holen. Sie wären gelyncht worden. Es gefiel ihnen ganz und gar nicht, praktisch unter Hausarrest zu stehen, auch wenn es ein 5-Sterne-Hausarrest war. Sie haben nie so etwas wie Sightseeing machen können. Larry Kane, ein Radiojournalist, der mit den Beatles reiste, war bei vielen Backstage-Erlebnissen der Band dabei. Sie hatten keine Auszeit. Wenn sie auf Tournee waren, bestand ihr Leben im Wesentlichen aus Einsteigen ins Flugzeug, ins Hotel fahren, zum Veranstaltungsort fahren und wieder zurück zum Flugzeug. Obwohl sie ständig von einem Heer junger Frauen bedrängt wurden, war es für die Beatles schwierig, während der Tourneen jemandem persönlich nahe zu kommen.
Fans waren im Epstein-Camp tabu. Wenn die Boys Mädchen wollten, wurden welche eingekauft. Ein Vermittler schleppte 8 oder 9 Prostituierte an, die aussahen, als kämen sie gerade vom Straßenstrich. Er sagte, Gentlemen, sucht euch eine aus. Epstein hat sich sofort verzogen, was eigentlich ein Hinweis auf seine sexuellen Vorlieben hätte sein müssen. Aber ich habe es wirklich nicht gewusst und es war mir auch egal. Einige von ihnen haben sich eine ausgesucht. Zwischen 1964 und 1966 waren die Beatles auf Tournee in 24 Ländern und gaben hunderte von Konzerten auf der ganzen Welt. Sie wurden überall geliebt. Aber dann geschah etwas, das alles verändern sollte. Die Beatles waren mit dem größten PR-Desaster ihrer Karriere konfrontiert. Am 4. März 1966 erschien ein Artikel im Londoner Evening Standard, in dem John Lennon die Beatles in einem Atemzug mit Jesus nannte. Als dieser Bericht am 29. Juli Amerika erreichte, klang es so, als hielte Lennon die Beatles für bedeutender als Jesus. Als es dann zum Aufmacher am Cover des Datebook Magazines, einer amerikanischen Teenie-Zeitschrift, wurde, hörte es sich nach Größenwahn an. Als ob er gesagt hätte, wir sind jetzt größer als alle Religionen auf der Welt. Beatles-Schallplatten wurden verbrannt. Der Ku Klux Klan drohte bei Konzerten, seine Posten aufzustellen. Sogar Morddrohungen gab es. Noch immer ist ein gewaltiger Beatles-Boykott im Gang. Vergesst ja nicht, was die Beatles gesagt haben und nehmt eure Beatles-Platten und Fanartikel zu einer unserer 14 Sammelstellen in Birmingham mit. Wenn möglich noch diese Woche. 2 Wochen später brachen die Beatles zu ihrer dritten US-Tournee auf. Sie wussten, unter welchen Vorzeichen sie starteten. Ich habe sie nie so verstört erlebt wie an dem Tag, als sie nach Amerika abflogen. Bei der Polizeistation in der Nähe des Flughafens haben wir sie in einen anderen Van transferiert. Sie hatten entsetzliche Angst. Epstein drohte, die ganze Tournee abzublasen, falls er nicht von der Sicherheit der Beatles überzeugt sein würde. Von den diversen Morddrohungen durfte keine Gefahr für uns ausgehen. Das war Bedingung. Aber primär hing es jetzt von John ab, wie überzeugend er sich vor den Medien rechtfertigen konnte. Ich nehme an, dass die Dinge korrekt wiedergegeben wurden, aber ohne Zusammenhang. Können Sie den Zusammenhang herstellen? Das kann ich nicht, das ist schon lange her, aber ich habe es nicht so gemeint, wie jeder glaubt. Ich glaube nicht, dass er diesen Kommentar wirklich jemals besonders bereut hat. Ich glaube eher, er fühlte sich missverstanden. Ich bin nicht gegen Christus oder gegen Religionen oder gegen Gott. Nachdem er diese umständliche und gewundene Erklärung abgegeben hatte, sagte ein Typ hinter einer Fernsehkamera von hinten, okay, und könnten wir jetzt eine effektive Entschuldigung von Ihnen hören? Okay, now will you give us an actual apology? Ich habe nie das sagen wollen, was die Leute glauben. Es tut mir immer noch leid, dass ich den Mund aufgemacht habe. Entschuldigung akzeptiert. Und die dritte Amerika-Tournee der Beatles ging los. Aber bei jedem Konzert war die Angst vor einem Attentatsversuch der ständige Begleiter. Wir rechneten eigentlich mit einem Schussattentat auf Lennon auf offener Bühne. Und einmal wurde mitten im Konzert im Publikum ein Feuerwerkskörper gezündet. Ein Knallbonbon, das sich wie ein Gewehrschuss anhörte. Nicht nur ich bin zu John hingestürzt, auch die anderen 3 Beatles. Die große Erleichterung war, dass er nicht zu Boden ging. August 1966. Die Beatles waren erst seit 3 Jahren im internationalen Musikzirkus unterwegs. Aber sie hatten bereits genug von dem Geschäft. Wegen des auslaugenden Tourneelebens und auch wegen der Morddrohungen. Sie hatten genug von diesen kreischenden und jaulenden Jugendlichen, weil das nichts mit dem künstlerischen Anspruch ihrer Arbeit zu tun hatte. Es war reine Hysterie, die einfach nur nervte. Die Kids haben gar nicht richtig zugehört.
Wenn John sarkastisch reagiert und einfach nur "Wuh" machte und sich ein wenig schüttelte, flippte das Publikum aus und "Oh Gott, bitte nicht schon wieder." Die Beatles fühlten, dass die Bühnenauftritte nun das künstlerisch anspruchsloseste, am wenigsten kreative Segment ihres Schaffens waren, und sie wollten da raus. Gegen Ende ihrer dritten Amerikareise verkündeten die Beatles, dass sie nur mehr im Studio produzieren und keine Tournee mehr machen wollten. Es war fast 10 Jahre her, seit die Beatles einander als Teenager in Liverpool kennengelernt hatten. Und 6 Jahre seit ihren ersten Auftritten in Hamburg. Mit ihrem Rückzug ins Studio setzte die kreativste Periode in der musikalischen Karriere der Beatles ein. Zugleich war es für die Band der Anfang vom Ende. Der alte Hamburger Freund Klaus Voormann wurde, was selten vorkam, von Lennon eingeladen, sich das neue Album Revolver anzuhören. Er sagte, komm ins Studio herunter und hör dir an, was wir gemacht haben. Man konnte spüren, dass er sehr stolz darauf war. Und es hat mir tatsächlich die Sprache verschlagen. Wenn man es heute hört, sagt man okay, aber damals war es ein Meilenstein. Es war eine Neuorientierung. Die Beatles hatten es weit gebracht seit ihrer Zeit als Rock'n'Roll-Coverband. Als im selben Jahr das bahnbrechende Sgt. Pepper Album herauskam, erhielt es hymnische Kritiken. William Mann, der Kritiker der Times für klassische Musik, widmete Sgt. Pepper eine halbe Seite. Wir konnten es gar nicht glauben, als wir es sahen. Er schrieb über Querverbindungen zu diesem oder jenem und zu Mozart. Mit der Zeitung vor dem Gesicht hörte ich diese unverwechselbare Lennon-Stimme fragen: You said, who's the fucking hell Shostakovich? Wer zum Teufel ist Shostakovich? Ende der 1960er Jahre umgab die Beatles die Aura des Überirdischen. Sie waren das musikalische Phänomen des 20. Jahrhunderts. Es war dieses schicksalhafte Einmalige von Rodgers und Hammerstein, Fred Astaire und Ginger Rogers, Lennon und McCartney. Solche Partnerschaften gibt es nur selten. Nach außen hin traten die Beatles geschlossen auf. Sie brachten neue Alben heraus und erfüllten ihre Verträge, um das unersättliche Verlangen der Öffentlichkeit zu befriedigen. Aber hinter den Kulissen wurden erste Spannungen spürbar. In den nachfolgenden Jahrzehnten sollte George Harrison seine Qualitäten als eigenständiger Musiker eindrucksvoll unter Beweis stellen. Aber zusammen mit den anderen Beatles im Studio konnte er sich als Songwriter nur schwer Gehör verschaffen. Er hat beide, John und Paul, ersucht, ihm bei seinen Songs zu helfen. Und sie waren nur sehr widerwillig dazu bereit. Sie wollten ihm überhaupt nicht helfen. Sie haben ihn vom Songschreiben abgehalten, weil sie ihre eigenen Songs unterbringen wollten. John und Paul haben ihre eigenen Songs gegeneinander ausgespielt und stritten sich manchmal deswegen. Obwohl er sich stets diplomatisch verhielt, konnte sogar Ringo Starr den Druck spüren. Während der Aufnahmen zum Weißen Album verließ der Beatles-Drummer das Studio und kam 2 Wochen lang nicht wieder. Nicht mehr durch das Tourneeleben aneinander gekettet, begannen die Beatles, sich voneinander zu lösen. Musikalisch ging es unaufhörlich bergauf. Aber mit der Beziehung zwischen den Freunden oder Bandkollegen ging es immer weiter bergab. Seit sie mit den Live-Konzerten aufgehört hatten, war der spezielle Bandgeist verloren gegangen. Und es gab noch mehr Unbehagen im Beatles-Camp. Brian Epsteins Leben war immer geheimnisumwittert. Der Manager war durch die Entscheidung seiner Band, nicht mehr auf Tournee zu gehen, auf dem Boden zerstört. Dazu kam noch, dass er von einem Ex-Liebhaber erpresst wurde. Er befand sich in einer schrecklichen Lage. Meiner Meinung nach war das großteils auf sein unglückliches Privatleben zurückzuführen. Aber natürlich spielte es auch eine Rolle, dass eine seiner wichtigsten Aufgaben bei den Beatles das Organisieren dieser Tourneen gewesen war. Und damit war es nun vorbei. Gleichsam aus dem Nichts war ihm mit einem Schlag all diese Macht zugefallen und er wurde ein sehr einflussreicher Mann. Dann plötzlich schrumpfte seine Macht, es ging langsam alles den Bach hinunter und ich glaube, er war sich all dessen bewusst.
Epstein verlor seine Macht. Die Beatles verloren den Respekt vor ihm. Sie sind ihn oft ziemlich hart angegangen, waren in manchen Dingen ziemlich grausam. Sie haben ihn praktisch nie ungeschoren davonkommen lassen. John konnte sehr grausam sein. John ist immer auf Brian losgegangen, bis dieser manchmal in Tränen ausgebrochen ist. Lennon hatte Epstein immer mit einer Mischung aus Verachtung und Respekt behandelt. Als Epstein 1964 seine Autobiografie veröffentlichte, schlug Lennon als Titel »Der schwule Jude« vor. Ende 1966 hatte Brian Epstein die Beatles und sich selbst nicht mehr im Griff. Im Jahr, nachdem seine Band mit den Tourneen aufgehört hatte, unternahm er einen Selbstmordversuch. Einmal ist er in sehr schlechter Verfassung vor meiner Tür gestanden. Er hat eine ganze Menge Tabletten geschluckt. Ich habe ihn gezwungen, Salzwasser zu trinken. Er hat dann erbrochen und alles rausgekotzt. Danach war er wieder okay, nur ein wenig benommen. Ich glaube, da wurde mir zum ersten Mal bewusst, wo ich da hineingeraten war. Als Epstein immer mehr die Kontrolle verlor, vergrößerte sich die Kluft zwischen Manager und Band. Sie brauchten ihn nicht mehr so sehr. Ich glaube, dass sie ihm gegen Ende hin bewusst aus dem Weg gegangen sind. Aber er war ohnehin kaum noch vorhanden, deshalb fiel ihnen das nicht schwer. Sie wollten aus dieser Beziehung raus. Am 27. August 1967 starb Epstein an einer Überdosis Drogen und Alkohol. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung lautete auf Unfalltod. Die Beatles dachten, sie könnten es alleine schaffen. Aber nach dem Tod ihres Managers standen sie hilflos da. John, wo wären Sie heute ohne Mr. Epstein? Das weiß ich nicht. Fahren Sie heute Abend nach London hinunter? Ja, es fährt uns jemand hinunter. Soviel ich weiß, haben Sie heute Nachmittag davon erfahren? Ja. Als er von Brians Tod erfuhr, war einer seiner ersten Kommentare, jetzt sind wir verloren. Und das hat er auch so gemeint. Wer wird uns jetzt unsere Reisepässe besorgen? Wer wird das? Wer wird jenes? Sie haben ja nichts selbst gemacht. Ich habe zum Beispiel Ihre Reisechecks unterschrieben und Ihre Unterschriften auf Verträgen nachgemacht. Sie hatten keine Ahnung, was in Ihrem Leben ablief, weil andere sich um alles gekümmert haben. Und plötzlich ist Brian tot. Epsteins Tod war ein weiterer Wendepunkt für die Beatles. Was bereits davor eingesetzt hatte, entwickelte jetzt eine neue Dynamik. Die Beatles gründeten ihre eigene Firma, Apple. Es war der Versuch, jedes Detail ihrer Arbeit zur Gänze selbst zu kontrollieren. George und John beschrieben ihr neues Projekt als eine Art psychedelischen Garten Eden für jene, die hippe Klamotten und überhaupt das Schöne liebten. Die Beatles hatten diese zwanghafte Idee, dass alle, die sie für künstlerisches Überleben brauchten, unter einem Dach versammelt sein sollten, anstatt dass sie sich ein räumlich getrenntes Mitarbeiterteam hielten. Und sie wollten all das dirigieren. Alles war möglich. Und 1968 waren die Beatles Ikonen, Symbole der Moderne in der energiegeladenen Welt der 60er. Als sich die Hippie-Bewegung über ganz Amerika und dann über den Atlantik ausbreitete, waren Drogen der Kraftstoff für die Beatles und für die ganze Gesellschaft. Als Angestellter im Beatles-Camp hatte Brian Barrett einige ausgefallene Besorgungen für die Boys zu erledigen. Paul McCartneys Haus, Cavendish. Wir waren in Paul McCartneys Haus an der Cavendish Avenue. Ringo war, glaube ich, nicht dort. Paul, George und natürlich John waren da. Sie sagten zu mir, hol doch ein Päckchen in der Archer Street ab. Ich ging zu dieser Wohnung und kam mit so einem Päckchen zurück. Der Typ fragte, wer bist du, was willst du? Ich sagte es ihm und er gab mir das Päckchen. Ich ging dann mit das enge Treppenhaus hinunter. Haschisch. Hash.
Ruth McCartney, Pauls Stiefschwester, erinnert sich, wie sie als Kind heimlich bei den Partys der Beatles spioniert hat. Ich habe mich auf den Gang geschlichen, auf den Bauch gelegt und durch das Geländer bei den Partys zugeschaut. Ich habe ziemlich schnell verstanden, was da vor sich ging. Denn da ging es oft ziemlich zu. Die Leute haben endlos Unsinn geredet, vor sich hingelallt oder sich übergeben. Und ich habe einfach nur zugeschaut. Nachdem sie sich bei Apple ihren eigenen Mikrokosmos geschaffen hatten, beschlossen die Beatles, ihren geistigen Horizont kollektiv zu erweitern. Im Februar 1968 flog die Band samt Partnerinnen nach Nordindien, um dort ihrer neuesten Leidenschaft nachzugehen, der transzendentalen Meditation. Einer der wenigen, die in das Innere des Beatles-Ashrams vorgedrungen sind, war Paul Saltzman. Da saßen John, Paul, George und Ringo mit ihren Frauen und mit Jane Asher. Mein Herz hat wild gepocht. Die Beatles meditierten, wie sie mir erzählten, 2 bis 3 Stunden pro Tag, Ringo etwas weniger. Und danach hatten sie privaten Unterricht bei Maharishi auf dem Flachdach seines Bungalows. Es war also eine richtige Oase in ihrem Leben und es war auch eine kreative Oase. Sie schrieben 48 Songs in dieser Zeit. Die Leute haben Fotos von ihnen gemacht und nach dem ersten Tag habe ich jeden von ihnen einzeln gefragt. Denn alle zusammen, das ging nicht. So habe ich jeden einzeln gefragt. Und alle sagten, klar, Paul, mach nur. Aber während die Beatles in Indien Love, Peace und Harmony predigten, war ihr Privatleben ein Chaos. Das sehr öffentliche Ende von 2 Beziehungen sollte für die berühmteste Band der Welt schwerwiegende Konsequenzen haben. Paul McCartney und die Schauspielerin Jane Asher hatten sich 1963 kennengelernt und waren das Traumpaar der 60er Jahre. Im Dezember 1967, nur wenige Wochen bevor die Beatles nach Indien reisten, verlobten sie sich. Aber da Jane oft lange auf Tournee war, musste Paul McCartney mit seinem Single-Dasein zurechtkommen. Bereits ein paar Monate nach seiner Verlobung mit Jane begann Paul eine Affäre mit Francie Schwartz, einer jungen Amerikanerin, die die Beatles für ein Filmprojekt interessieren wollte. Francie erinnert sich, wie Paul das erste Mal unangemeldet vor ihrer Tür stand. Er war mit Jane auf einer Hochzeit im Familienkreis gewesen. Ich ließ ihn herein, wir sind die Treppen hinaufgestürmt. Den Lift haben wir nicht genommen. Er lief hinter mir her und ich fragte, was gibt's? Er sagte nur, heute ist Sex angesagt. What's going on? And he said, it's F-Day. F-Day. Und wir gingen ins Wohnzimmer, er saß auf einem Stuhl und ich auf seinem Schoß und wir haben herumgeknutscht. Als McCartneys Geliebte erlebte Francie Schwartz manche Überraschung. Ich fand einen Liebesbrief von Brian Epstein in Paul McCartneys Aston Martin. Was war das für ein Brief? Es war ein Liebesbrief von Brian an Paul, ein Bettelbrief. Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen. Francie Schwartz war offenbar der Grund dafür, dass Jane Asher sich von Paul trennte. Dass dieses Traumpaar auseinanderging, löste ein heftiges Rauschen im Blätterwald aus. Bereits 3 Monate nach seiner Trennung von Jane lebte Paul McCartney mit jemandem Neuen zusammen. Er hält es nicht lange ohne Frau aus, das war schon immer so. Es konnte wie im Fall von Linda auch jahrelang ein und dieselbe sein, aber er brauchte immer ein weibliches Wesen um sich. Wann haben Sie beschlossen zu heiraten, Paul? Vor etwa einer Woche. Paul McCartney heiratete Linda Eastman nur 7 Monate, nachdem er seine Verlobung mit Jane Asher gelöst hatte. Linda, was sagen Sie dazu? Sie sind ganz offensichtlich furchtbar glücklich. Wie fühlen Sie sich heute? Furchtbar glücklich.
Eine Woche später, am 20. März 1969, heiratet John Lennon Yoko Ono, nachdem seine Ehe mit Cynthia nach 6 Jahren zerbrochen war. Yoko Onos Präsenz im inneren Kreis der Beatles bedeutete einen weiteren Schritt Richtung Zerfall der Band. Plötzlich sitzt da eines Abends dieses schwarz gekleidete japanische Mädchen zu Johns Füßen auf dem Studioboden. Die Ausdrucksform, von der ich spreche, kommt nicht aus dem Intellekt, wie etwa Worte. Es ist mehr so etwas. Die Menschen kommen zusammen und heulen oder spielen oder was auch immer. John hat nichts mehr gemacht, ohne dass er sie an seiner linken oder rechten Hand oder auf seiner Schulter hatte. Sie war ständig im Studio. Dabei galt immer noch diese Vorstellung, die typisch für die Arbeiterklasse war. Frauen haben am Arbeitsplatz nichts verloren. George hasste Yoko und wollte nichts mit ihr zu tun haben. Und John war sauer wegen Yokos Ablehnung durch die Band. So wurde er immer frustrierter. Und schließlich blieben John und Yoko dem Studio fern, falls John nicht unbedingt gebraucht wurde. Er ist ein Teilzeit-Beatle geworden. Aber schon lange vor Yoko Onos Erscheinen war bei den Beatles der Wurm drinnen. Anfang 1969 war Apple, der einstige Traum vom eigenen Mikrokosmos, nur mehr ein Scherbenhaufen. Die Firma verlor Woche für Woche 50.000 Pfund. Das sind nach heutigem Wert mehr als 500.000 Pfund. Bei Apple herrschte völliges Chaos. Da habe ich sie alle zusammengetrommelt und ihnen gesagt, schaut Leute, ihr könnt so nicht weitermachen. Ständig macht ihr euch aus dem Staub, gebt Unsummen für Drinks aus. Und sie sagten, sei doch kein Spielverderber, Al. Das haben sie immer gesagt, wenn ich Klartext redete. Sei doch kein Spielverderber, Al. Der Ausflug der Beatles in die Selbstverwaltung endete in einem Desaster. Es war das Ergebnis von unglaublichem Missmanagement, enormen Verlusten und Maßlosigkeit. Es drohte ihnen der Bankrott. Ganz einfach, daran gab es nichts zu rütteln. Gewisse Leute hatten natürlich alles, echte alte Meisterwerke an der Bürowand, einfach lächerlich. Antike Möbel, Louis XIV-Tische und solche Sachen, in einem Büro. Es gab nur eine Möglichkeit, die Beatles vor dem finanziellen Ruin zu retten. Ein neues Management. Aber als die ersten Bewerber auftauchten, entzweite das die Band endgültig. Paul wollte, dass sein Schwiegervater Lee Eastman den Job übernahm. John argwöhnte, dass Paul die Kontrolle an sich reißen wollte und unterstützte Alan Klein, einen skrupellosen New Yorker Rechtsanwalt. Nach einiger Überzeugungsarbeit schlugen sich George und Ringo auf die Seite von John. Alan Klein bekam den Auftrag. Klein rettete die Band vor dem Bankrott. Aber die Beatles waren am Ende. 1970 verkündeten Paul und John, dass sie die Band verlassen würden. Alan Klein hatte immer schon davon geträumt, die Beatles zu managen. Als es endlich soweit war, trennten sie sich. Es war wirklich so. Sie haben sich an Ort und Stelle getrennt. Paul hat das Gebäude nie mehr betreten. Aber die Backstage-Story der Beatles war noch nicht zu Ende. Nach der Trennung ließ sich John Lennon mit Yoko Ono in New York nieder. Für die Welt schienen sie wie füreinander bestimmt. Aber nach nur 2 Jahren hatte Yoko Ono genug. Sie wollte Lennon loswerden. So unglaublich es sich auch anhören mag, sie bat die gemeinsame Assistentin Meg Pang, ihr John abzunehmen. Sie sagt, May, ich muss mit dir sprechen. Du weißt, dass es mit John und mir nicht so besonders läuft. Er wird sich jetzt mit anderen Frauen treffen. Ich sagte, das täte mir sehr leid. Sie sprach weiter, ja, aber das ist okay. Er muss jemanden finden. Er braucht eine, die sich um ihn kümmert und die lieb zu ihm ist. Du hast doch keinen Freund. Ich finde, du solltest dich mit ihm verabreden. Und da sind mir dann mein Stift und mein Notizblock aus der Hand gefallen und ich habe gesagt, aber ich will deinen Mann nicht haben. Trotzdem begann May Pang die Affäre, zu der Yoko Ono sie ermuntert hatte.
1973 verließen sie und John Lennon New York und gingen nach L.A., was als Lennons verlorenes Wochenende in die Geschichte einging. Aber diese Periode in Lennons Leben dauerte beinahe 2 Jahre. Und es war eine produktive und glückliche Phase. Während seiner Beziehung mit May lebte John an einem Strand in Kalifornien. 3 Jahre waren vergangen, seit sich die Band getrennt hatte. Aber als Lennon an der Seite seiner neuen Gefährtin allmählich entspannter wurde, lud er alte Freunde in sein Haus ein. Im Strandhaus hatten wir McCartney zu Besuch. Es hielten sich viele Leute bei uns auf. Zu McCartneys Familie gehörten damals die Töchter Stella, Mary und Heather. Sie waren noch recht klein und sind herumgetobt. Ringo Starr war ebenfalls in Lennons Strandhaus zu Gast. Plötzlich waren alle Ressentiments auf Eis gelegt. Sogar von einer möglichen musikalischen Wiedervereinigung war die Rede. John hat mich gefragt, was meinst du, wäre es eine gute Idee, wenn ich wieder mit Paul schreiben würde? Und glauben Sie mir, ich dachte, ich fühle mich wie beim Exorzisten. Ich war ganz wirr im Kopf und ich sagte, das wäre wunderbar. Ich glaube nicht, dass einer von den beiden dagegen war. Sie hatten ihre kleinen Scharmützel ausgetragen. Aber ich behaupte, dass die Beziehung zwischen Lennon und McCartney der von 2 Brüdern ähnelte. In anderen Worten, Liebe und Hass gehen Hand in Hand. Aber es sollte zu keiner Wiedervereinigung der Beatles mehr kommen. Im Jänner 1975 verließ Lennon May Pang und ging zurück zu seiner Frau Yoko nach New York. Es war alles so verwirrend. Da ist der Mann, der beteuert hat, wie sehr er mich liebt. Und dann ist er fortgegangen. Dennoch hat er nie aufgehört, mich zu lieben. Das wurde mir schließlich klar, denn er ist immer wieder zu mir herübergekommen. Larry Kane, der die Beatles auf ihren Amerika-Tourneen begleitet hat, erinnert sich an ein Gespräch mit Lennon in den turbulenten Monaten nach seiner Affäre mit May. Er hat mir gegenüber erwähnt, dass er die glücklichste Zeit seines Lebens mit May Pang erlebt hat. Ich wusste damals nicht viel über sie, das ging übrigens fast allen so. Man wusste nur, dass sie zusammen waren. Von der Beziehung zwischen John, Yoko und May Pang war erst viel später die Rede. Nachdem Lennon zu Yoko Ono nach New York zurückgekehrt war, verwarf er sämtliche Wiedervereinigungspläne mit seiner alten Band. Es war keine Rede mehr davon, Paul zu treffen oder mit ihm etwas zu komponieren. Es war einfach kein Thema mehr. Er wurde nicht dazu ermutigt. Yoko sagte immer zu ihm, und ich habe es selbst gehört, du brauchst das nicht zu tun. Sie übte sehr großen Einfluss auf John aus. Es kann gut sein, dass sie ihm gesagt hat, dass er allein besser dran wäre. Aber ich bin auch immer davon überzeugt, dass John im Hinterkopf von dem Gedanken fasziniert war, zu seiner ersten Liebe zurückzukehren, wenn man so will. In anderen Worten, es nochmal mit Paul zu versuchen, mit dem ihn so viel verband. Es wäre möglich gewesen, und ich bin richtig wütend, dass es nicht dazu gekommen ist, denn ich weiß, dass John es wollte. Es tut mir leid, dass ich weinen muss. And I'm sorry for crying. Fünf Jahre später wurde John Lennon erschossen. Der Traum, der 2 Jahrzehnte zuvor begonnen hatte, war zu Ende. Die Beatles haben sich in das Leben von Generationen eingeschrieben. Aber hinter den Kulissen waren aus Träumen Enttäuschungen geworden, als die von allen geliebten Fab Four unter dem Druck des Weltruhms zusammenbrachen. Sie hatten alles unglaublich viel einzigartiges Talent, das aus ihnen hinausdrängte. Aber dieses Talent würde sich nur in 4 Solokarrieren voll entfalten können, wenn sich die 4 von der Band lösen und ihre eigenen Wege gehen würden.